So, Freunde, willkommen zum neuen Vlog. Wir fahren heute nach Weißwasser. Wir haben ungefähr 6 Stunden Fahrt vor uns an einem Freitag. Das wird auf jeden Fall witzig. Deswegen fahren wir so früh wie möglich los. Wir haben jetzt 9 Uhr morgens. Sollte passen. Dann können wir auch in Weißwasser noch ein bisschen was essen. Ne? Ich freue mich riesig. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also lasst uns einfach mal losfahren. Klappe zu. Und nun geht's für 530 Kilometer auf die Piste. Ja, die Ankunftszeit sollte auch passen. So, aktuell ist Halbzeit. Ich habe mir mal kurz was zum Mittag geholt. Ich weiß, gesund geht anders, aber egal. Ich habe einfach Kohldampf für unterwegs und da muss es halt einfach mal schnell gehen. Vor allem bei so einer weiten Strecke. So, und damit herzlich willkommen in Weißwasser. Also fast. Denn wir sind noch ein paar Kilometer vor der Grenze, also vor der Stadtgrenze. Aber ich wollte mir eins nicht nehmen lassen. Und zwar ist hier draußen ja auch ein riesen Bergwerk, beziehungsweise ein Tagebau. Und ich dachte mir, wir schauen da mal kurz vorbei, denn diese Aussicht da, die wollte ich mir nicht nehmen lassen. Da gehen wir jetzt gleich mal hoch. Ui. Na, dann wollen wir mal. Gibt es hier auch einen Aufzug? Wurscht, dann laufen wir die Treppe. Na, was haben wir denn hier? Passt ja. Dann wollen wir mal. Ui. Ja, und ihr seht richtig, ich bin gerade der Einzige hier. So, die Aussicht ist krass. Ui. Puh. Boah, ich kann kaum reden. Der Wind ist so krass, was man alles sieht. Und krass, was man alles nicht mehr sieht. Wow. Heftig. Da ist Weißwasser. Ich glaube, die Arena müsste ungefähr da irgendwo sein. Da fährt man rein Richtung Weißwasser. Sie müsste da irgendwo sein, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Werden wir aber auch gleich sehen. Da fahren wir nämlich gleich hin. So, wir sind da. Und da ist die Halle. Da wir endlich angekommen sind, wird es Zeit für die Arena-Geschichte. Natürlich könnte ich euch jetzt alle Infos zur aktuellen Halle geben, aber da diese mit dem Baujahr 2013 noch recht jung ist und wir somit schnell fertig wären, springen wir mal etwas in die Vergangenheit, denn hier gibt es echt beeindruckende Punkte. Die Arena- bzw. Stadion-Geschichte hat offiziell 1950 auf einer natürlichen Eisfläche angefangen. Dort wurde mit Banden, Tribünen, Umkleidekabinen, Clubhaus und so weiter das Jahnstadion als Freiluftarena errichtet. Warum Jahnstadion? Recht simpel. Denn es wurde auf der Eisfläche des Jahnteichs mitten in Weißwasser gespielt. Dies blieb aber nicht lange so, denn das sehr schnell steigende Interesse und die wachsenden Erfolge forderten in der Umgebung ein wetterunabhängiges Eisstadion. Somit wurde am 7. November 1958 das größte Freiluftstadion Europas eröffnet, das Kunsteisstadion Wilhelm Pieck. Für die, die nicht wissen, wer oder was Wilhelm Pieck war, er war der erste Präsident der DDR. So, Bildungsauftrag check. Zum Eröffnungsspiel zwischen Dynamo Weißwasser und Legia Warschau kamen um die 7000 Zuschauer. Hört sich schon echt stark an, aber die Maximalkapazität betrug sogar 12.000. Das sind fast so viele wie in die SAP Arena in Mannheim passen. Ja, da sind es ca. 13.600, aber ich sagte ja auch fast. Bis 1990 wurden da viele Spiele ausgetragen und in dem Jahr auch zum letzten Mal. Lustigerweise gewann diese Meisterschaft welcher Verein? Richtig, Weißwasser. Passt ja. Leider wurde das Stadion 2011 aufgrund jahrelangen Leerstands abgerissen. Parallel des Betriebs des Freiluftstadions wurde 1973 eine Trainingshalle errichtet, welche ab den 80er Jahren so umgebaut wurde, dass auch Spiele in der Halle stattfinden konnten. Die mit 2750 Plätzen ausgestattete Arena war das Wohnzimmer der Lausitzer Füchse und war zuletzt besser bekannt als Fuchsbau. Doch kommen wir mal zur aktuellen Spielstätte, denn am 1. März 2012 begann der Neubau. Fast 6 Monate und geplante 15,7 Millionen Euro später stand sie da, die neue Eisarena Weißwasser. Warum betone ich das Geplante so? Naja, angeblich wurden die Baukosten deutlich unterschritten. Sowas würde heutzutage niemals vorkommen. Der neue Fuchsbau hat eine Kapazität von 2950 Zuschauern und ist somit die kleinste Arena in der DEL 2. Kommen wir zum Abschluss zu einem Punkt, wo ich mir auch an die eigene Nase fassen muss. Denn bei früheren Recherchen nach dem Namen der Eishalle wurden mir oft der Titel Wie oder W Eisarena angezeigt. Doch dem ist nicht so. Es war im Gespräch, aber die Namensrechte wurden nie an die Wie Economy AG verkauft. Die werden weiterhin durch die Stadt Weißwasser ausgeschrieben. Also, wer Interesse hat, nur zu. Aber jetzt erstmal zurück in die Lausitz. Jetzt besuchen wir erstmal den Fanshop und holen uns mal was Schönes.
wie ihr seht, ich sitze wieder im Auto. Hat den folgenden Grund, ich muss nämlich was einkaufen gehen. Ich habe einen kleinen Auftrag gekriegt, das muss ich noch besorgen. Muss ich leider meinen geilen Platz hier wahrscheinlich aufgeben. Außer ich beeil mich, dann klappt das schon. Ihr habt es gerade eben schon im Clip gesehen. Ich war gerade im Fanshop und habe mich für diesen Schal entschieden. Lausitzer Füchse. Da hinten steht auch noch, wir sind Hockey Town. Schickes Ding, wieder einer mehr in meiner Sammlung, freut mich. Ich habe jetzt dafür bezahlt, Moment, was war's? 17,90 Euro. Ah, kann man nicht meckern. Ja, ich hätte auch einen günstigeren haben können, aber ich wollte jetzt erstens keinen mit einer laufenden Saison, keiner mit einer abgelaufenen Saison, also keiner, der saisongebunden ist. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Dann gehe ich jetzt mal schnell was einkaufen und dann sehen wir uns wieder hier am Stadion. Bis gleich. Und so nebenbei, Bad Nauheim ist noch nicht da. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja, bevor sie da sind, dass ich dann auch noch vielleicht die Buseinfahrt mitfilmen kann. Das wäre natürlich geil. Aber hier gibt es noch ein paar andere Spots, die ich auch gerne nochmal aufnehmen möchte. Deswegen beeilen wir uns jetzt und dann schauen wir mal weiter. Ich bin jetzt einmal im ganzen Park rumgelaufen, weil ich euch noch was zeigen wollte. Auf der anderen Seite von dem ganzen Park, wo auch die Eisarena draufsteht, ist nämlich noch Folgendes. Eine schöne Zeichnung von Klausi. Jetzt nähern wir uns der Arena mal von hinten. Interessanterweise heißt diese Straße, wo ich gerade herkomme, auch zum Fuchsbau. Aber leider ist die offizielle Adresse von der Arena eine andere, und zwar von der Straße vorne, also von der Hauptstraße. Leider ist hier ein bisschen wenig Licht. Wir haben nämlich hier ein öffentliches Inline-Hockeyfeld. Oder sagen wir einfach Street Hockey. Ob es jetzt mit Inlinern oder mit zum Laufen ist, ist ja wurscht. Ich glaube, das ist der Eingang. Also für die Gäste und die Spieler und so weiter. Mindestens mal, dass hier der Gästebus parkt. So, neuer Parkplatz. Diesmal in den Mannschaftsbus von den Jungfüchsen. Läuft. Da sind so schon die Gästefans, Spieler. Ja, dann kann es ja bald losgehen. Ich glaube, so früh war ich wirklich noch nie in der Halle drin. Ja, guck dich jetzt mal an, wie leer es noch ist. Ich war, glaube ich, gefühlt die 10. Person, die reingegangen ist. Da macht sich Bad Nauheim warm. Bisschen Two-Touch. Ja, ich sehe euch. Bier habe ich mir auch schon geholt. Freiberger für 4 Euro. 0,4 Becher. Kann man sich nicht beschweren. Also auch preis-leistungsmäßig. Man muss auch einen Euro Pfand bezahlen, kriegt dann so einen Chip. Das ist okay. So, mein Platz. Ganz vorne. Und das Warm-up beginnt. Da wartet noch Bad Nauheim, dass sie rauskommen können. Viele Gästefans sind es ja nicht gerade. Bis jetzt zumindest. Achtung, ihr Muschel! Als Wasser gelaufen, dafür sind 2439 Zuschauer.
Zuschauer. Nee, danke. Erstmal eine schöne Currywurst. Während ich mir die Currywurst schmecken lasse, kommen wir mal zur Vereinsgeschichte. Und die hat es wirklich in sich, aber ich versuche es kurz zu halten. Wird auf jeden Fall sportlich. Alles begann im Jahr 1932, denn da wurde der Verein Eishockey Weißwasser gegründet. Bereits 5 Jahre später nahm man das erste Mal an der Schlesischen Meisterschaft teil und schon 1938 errang man den ersten Titel und wurde Schlesischer Meister. 1951 wurde man das erste Mal DDR-Meister, da aber unter dem Namen Ostglas Weißwasser. Und in den 2 nächsten Jahren gewann man auch die Meisterschaft, dort aber mit dem Namen BSG Chemie Weißwasser. Im Jahr 1953 passierte dann wohl eins der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte. Denn dort entstand die SG Dynamo Weißwasser. Und jetzt sollte es in vielen Ohren klingeln. Zwischen den Jahren 1951 und 1990 wurde man 25 Mal DDR-Meister. Nach der Wende war aber Schluss. Schluss mit den Meisterschaften und Schluss mit Dynamo. Warum kein Dynamo mehr? Naja, man wollte sich, und jetzt Zitat, anhaftenden schlechten Ruf Dynamos als Polizei- und Stasi-Sportorganisation abstreifen und nannte sich für eine Saison Polizei-Eishockey-Verein, also kurz PEV. Kein Scheiß. Aber es gab auch Positives, denn man wurde nach Antrag in die Eishockey-Bundesliga aufgenommen und es kam auch das erste Mal der Fuchs in das Vereinslogo. Wie eben schon erwähnt, gab es den PEV nur eine Saison lang. Ab 1991 hieß der Verein dann Eissport Weißwasser e.V. und stiegen 1993 leider in die zweite Bundesliga ab. Doch das blieb nicht lange so. Genau wie der Name. Mal im Ernst. Die wechseln ihren Vereinsnamen öfters ihre Unterhosen. Spaß. 1994 war man Gründungsmitglied der DEL, aber bildete aus finanziellen Gründen eine Spielgemeinschaft mit dem EV Chemnitz, woraus folgender Name entstand. ESG Füchse Sachsen Weißwasser Chemnitz. Leider konnte man nur 2 Saisons in der deutschen Eishockey-Liga mitmischen, ehe man sich 1996, auch aus finanziellen Gründen, zurückziehen musste und fortan durchgängig in der 2. Liga spielt. Außer in der Saison 2003-2004, da war man kurz in der 3. Liga, aber ist eigentlich nicht der Rede wert. 2002 kam dann die vorerst letzte Namensänderung, denn nach einer Insolvenz und Neugründung der Profiabteilung heißt man seither EHC Lausitzer Füchs. Leider sind die glorreichen Jahre der großen Erfolge aus der Dynamo-Zeit vorerst vorbei und man befindet sich überwiegend in der unteren Tabellenhälfte. Man hat es seit der Jahrtausendwende nur einmal ins Halbfinale geschafft, aber das war 2008 und das höchste der Gefühle. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, was die Zukunft für die Füchse bereithält und ich hoffe noch auf viele Derbys zwischen ihnen und den Eislöwen. Ich glaube, die Currywurst ist gegessen, also schalten wir zurück in die Arena. Der Lauf, damit es der Sport.
Was war's? Was haben wir hier? Na klar. So, ich würde jetzt sagen, es geht jetzt nach Hause, aber dem ist nicht ganz so. Denn für mich geht es jetzt weiter nach Berlin. Ja, erst da kann ich jetzt mich ins Hotel legen und wenn ich jetzt so richtig auf die Uhr gucke, heute ist ein verflucht langer Tag. Ich mache das Fazit auch erst im Hotel. So, Fazit. Also wie ihr sehen könnt, es ist schon nächste Morgen. Ich habe es gestern einfach nicht mehr geschafft. Ich war hundemüde. Deswegen kommt jetzt das Fazit zu dem Spiel gestern Weißwasser gegen Bad Nauheim. Kommen wir erstmal zur Stimmung selber. Da muss ich wirklich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Gerade was Weißwasser abgeliefert hat. Also du hast die permanent gehört. Permanent hast du sie gehört. Hätten noch mal mehr mitmachen können. Aber hier, das ist jetzt... Da gehe ich jetzt zu weit ins Detail rein. Trotzdem wirklich permanent Stimmung. Es wurde immer irgendwas gesungen, immer, die ganze Zeit. Es war richtig gut, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Auf der anderen Seite, Bad Nauheim, da kam gar nichts. Es waren trotzdem, sag mal, für die Strecke waren das wirklich okay Fans. Also da habe ich schon Gästeblöcke gesehen, die leerer waren, auf jeden Fall. Aber dennoch kam da halt wirklich nichts. Nur ein bisschen Jubel bei einem Tor, aber das war es auch. Es wurde wirklich nur zugeguckt. Ja. Ist ein bisschen schade, aber ist halt einfach so. Zum Spiel selber, es war wirklich sehr ausgeglichen. Also erst hatten die Füchse eine gute Phase, dann hatte Bad Nauheim mal wieder eine gute Phase. Es wurden da Chancen vergeben, es wurde da Chancen vergeben. Man muss auch wirklich mal sagen, Stettmer von den Lausitzer Füchsen hat eine super Leistung abgeliefert. Was der teilweise da wirklich rausgeholt hat, wow, Respekt für diese Leistung. Gerade gegen Ende des Spiels, und ich meine, ihr habt es in den Bildern gerade eben gesehen, ging es wirklich sowas von heiß her. Und was da gepfiffen wurde. Und, also, fetten Pfeifen meine ich jetzt wirklich so, die Fans halt hauptsächlich. Das war ein einziges Pfeifkonzert. Was natürlich auch mit dem Pfeifen vom Schiedsrichter zusammenhängt. Oder auch nicht Pfeifen. Also, die Brücke ist ganz gut gebaut, würde ich sagen. Das Ding ist, ich hatte wirklich eine Position, wo ich es wirklich nicht gut sehen konnte, was passiert ist. Weil es teilweise wirklich ein bisschen weiter weg war, nicht direkt vor meiner Nase. Ich war zwar nah dran, aber... schwierig zu sehen für mich. Deswegen mag ich jetzt nicht urteilen, dass es gerechtfertigt war, dass gepfiffen wurde oder nicht gepfiffen wurde. Es war auf jeden Fall sehr viel Tumult, gerade auch auf dem Eis. Also vielleicht war da was nicht ganz regelkonform, ich weiß es nicht genau. Ich meine, es wird sich gern mal ein bisschen übertrieben aufgeregt, aber ich will jetzt hier keine Vermutungen anstellen, deswegen lasse ich das. Ich muss mir da mal Wiederholungen angucken oder was auch immer. Aber so wirklich insgesamt, es war wirklich ein spannendes Spiel bis zur letzten Sekunde. Ich meine, es ging auch in die Overtime und da hat er bei Nauheim gewonnen. Stand vieles auch mit verdient. Jein, ich meine, ja, man hat dann die Fehler von den Lausitzer Füchsen ausgenutzt. In dem Sinne ist es dann verdient. Aber die haben sich beide nicht viel gegeben, ehrlicherweise. Deswegen, verdient nicht. Ich würde es, Glück war ein bisschen mehr auf der Seite. Muss man leider wirklich zugeben. Deswegen, ja, im Nachhinein ist es dann vielleicht doch verdient. Okay, ja, komm. Ist okay so. Nichtsdestotrotz, mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, der Besuch. Also könnte man sagen, man kommt gern wieder. Ist wirklich eine etwas kleinere Arena, gerade auch für die zweite Liga. Die Halle ist auch gar nicht alt. 2013 müsste die erbaut worden sein. Das heißt, 10 Jahre sind wir jetzt dabei. Sieht gar nicht nach 10 Jahren aus. Also die Sitze sind, wenn auch kalt, ich glaube, ich sollte mir mal so ein Polster besorgen. Aber eigentlich stehe ich dann meistens eh in der Fankurve irgendwo. Aber für so meine Touren sollte ich vielleicht wirklich mal ein Kissen mitnehmen, weil der Sitz war arschkalt. Aber bequem, muss man leider zugeben. Auf jeden Fall war es das mit dem Vlog aus der Eisarena in Weißerwasser. Mit dem glücklichen Ende für den EC Bad Nauheim. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.